Und es gibt sogar Assad-Kritiker, die vor einem Sturz des Regimes in Damaskus warnen. Und einer von ihnen ist Jürgen Todenhöfer. Der Autor bereist seit mehr als 50 Jahren den Nahen Osten und hat im Syrien-Konflikt sowohl Rebellen als auch Assad persönlich getroffen. Mit dem syrischen Präsidenten sprach er schon 5-mal und auch für die ARD hat er schon vor gut einem Jahr ein Fernsehinterview mit dem Diktator geführt. Und dein neues Buch heißt »Du sollst nicht töten, mein Traum vom Frieden«. Und ich hatte vor der Sendung die Möglichkeit, mit Jürgen Todenhöfer zu sprechen und habe ihn gefragt, wie er denn Assad in seinen Treffen erlebt hat. Das erste Treffen war eher ein Zufall. Ich bin am Flughafen verhaftet worden, weil ich angeblich einen regimekritischen Artikel in der Zeit geschrieben hatte. Und ich habe Assad als einen sehr ruhigen und sehr kopfgesteuerten Menschen erlebt. Also ganz anders als die Machos, die ich in früheren Zeiten als Abgeordneter häufig erleben musste. Er ist ein sehr ruhiger, nachdenklicher Mann. Hatten Sie denn die Möglichkeit, auch kritisch mit ihm zu sprechen? Ihr neues Buch hat den Anfangssatz, du sollst nicht töten. Haben Sie ihm sowas zum Beispiel auch sagen können? Wir haben sehr lange und sehr kritisch diskutiert über die Frage der Bombardierung von zivilen Gebieten. Ich habe das heftig kritisiert und habe gesagt, wenn er glaubt, dass er dort Rebellen bekämpfen müsste er dort seine Soldaten reinschicken. Das haben wir sehr kontrovers diskutiert. Ich habe, glaube ich, härter und offener mit ihm gesprochen als die meisten westlichen Politiker, die ihm in den letzten Jahren zu Füßen lagen, einschließlich des amerikanischen Außenministers Kerry, der ihn ja mit seiner Frau häufig besucht hat. Jetzt wird viel diskutiert, wer ist schuld, wer ist Verursacher des Giftgasangriffes. Glauben Sie, dass Assad dahinter steckt? Trauen Sie ihm das zu? Es ist nicht sehr plausibel, dass Assad chemische Waffen eingesetzt hat, kurz nachdem er Waffeninspektoren der UNO nach Damaskus eingeladen hat. Die Waffen sind ja eingeschlagen, 20 Autominuten, 15 Autominuten entfernt von dem Hotel, in dem die Inspektoren untergebracht waren. Das würde nicht viel Sinn machen für ihn, weil er militärisch auf dem Vormarsch war. Und für Al-Qaida, die dort die stärkste Rebellengruppe stellen, könnte es Sinn machen. Das sind sehr häufig Ausländer, Dschihadisten. Aber ich habe nicht das Recht, jetzt jemanden zu verurteilen aufgrund der bisherigen Beweise, die vorliegen. Und das ist ja auch meine Kritik gegenüber den USA. Man kann keine Militärschläge machen, weil man glaubt und weil man vermutet und weil man denkt. Ein Militärschlag ist ein Todesurteil über Menschen, über Soldaten, über Zivilisten, die normalerweise abends nach Hause gehen möchten, die ihre Familie treffen möchten, die Kinder haben. Und Militärschläge darf man nicht auf Verdacht machen. Das haben die Amerikaner in den letzten Jahren häufig gemacht. Und sie haben es bereits zu häufig gemacht. Und diese Frage gebe ich gerne an Sie weiter. Was würde denn in Syrien passieren ohne Assad? Wie würde sich das Land weiterentwickeln? Ich glaube, dass der Krieg das Problem ist. Ich finde diesen Krieg scheußlich. Ich glaube, dass es keine anständigen Kriege gibt. Deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, Du sollst nicht töten, weil es diesen anständigen, gerechten Krieg nicht gibt. Ich glaube, dass von Seiten der Sicherheitskräfte grauenvolle Dinge geschehen. Ich glaube, dass von Seiten der Rebellen, die stärkste Rebellengruppe ist nun mal Al-Qaida, grauenvolle Dinge geschehen. Sie glauben daran, dass es einen Frieden geben kann für Syrien? Ja, natürlich. Und diesen Frieden müssten die verhandeln, die hinter diesem Konflikt stehen. Es geht doch gar nicht um Syrien, es geht um Iran. Also müsste Amerika mit Russland und Amerika mit Saudi-Arabien und Iran, das sind die Mächte, die dahinter stehen, verhandeln. Und dann gibt es auch eine Lösung. Und wir brauchen eine friedliche Lösung für dieses Land. Denn ich möchte auch das ganz offen sagen, es gibt wunderbare Menschen auf der Seite der Rebellen und es gibt wunderbare Menschen auf der Seite der Regierung. Und es ist auch nicht so, dass 90% des Volkes gegen Assad sind, sondern wahrscheinlich sind 30-40% auf der Seite Assads und vielleicht 30%, manche sagen auch nur 25% auf der Seite der Rebellen. Das ist ein richtiger Bürgerkrieg. Und das ist immer eine Tragödie. Und diese Tragödien sollten wir nicht durch Militärschläge beantworten oder zu lösen versuchen. Das ist immer daneben gegangen. Das ist im Irak daneben gegangen. Das ist in Afghanistan daneben gegangen.
Und ich habe das vorher immer gesagt. Und das wird hier auch daneben gehen. Wenn aber der amerikanische Präsident den Mut hat, mit Assad zu verhandeln oder seinen Außenminister, der ja Assad viel besser kennt als ich, zu verhandeln, dann würde es eine Lösung geben. Es gibt eine Lösung. Kein Mensch will diesen Krieg noch, mit Ausnahme vielleicht einiger ausländischer Dschihadisten, die in Syrien auch ihr Unwesen treiben. Also Verhandlungen können eine Lösung sein, sagt Jürgen Todenhöfer. Weiterhin glaubt er daran in Syrien. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Und sehr kopfgesteuerten Menschen erlebt. Also ganz anders als die Machos, die ich in früheren Zeiten als Abgeordneter häufig erleben musste. Er ist ein sehr ruhiger, nachdenklicher Mann. Hatten Sie denn die Möglichkeit, auch kritisch mit ihm zu sprechen? Ihr neues Buch hat den Anfangssatz, du sollst nicht töten. Haben Sie ihm sowas zum Beispiel auch sagen können? Wir haben sehr lange und sehr kritisch diskutiert über die Frage der Bombardierung von zivilen Gebieten. Ich habe das heftig kritisiert und habe gesagt, wenn er glaubt, dass er dort Rebellen bekämpfen müsste er dort seine Soldaten reinschicken. Das haben wir sehr kontrovers diskutiert. Ich habe, glaube ich, härter und offener mit ihm gesprochen als die meisten westlichen Politiker, die ihm in den letzten Jahren zu Füßen lagen, einschließlich des amerikanischen Außenministers Kerry, der ihn ja mit seiner Frau häufig besucht hat. Jetzt wird viel diskutiert, wer ist schuld, wer ist Verursacher des Giftgasangriffes. Glauben Sie, dass Assad dahinter steckt? Trauen Sie ihm das zu? Es ist nicht sehr plausibel, dass Assad chemische Waffen eingesetzt hat, kurz nachdem er Waffeninspektoren der UNO nach Damaskus eingeladen hat. Die Waffen sind ja eingeschlagen, 20 Autominuten, 15 Autominuten entfernt von dem Hotel, in dem die Inspektoren untergebracht waren. Das würde nicht viel Sinn machen für ihn, weil er militärisch auf dem Vormarsch war. Und für Al-Qaida, die dort die stärkste Rebellengruppe stellen, könnte es Sinn machen. Das sind sehr häufig Ausländer. Keine anständigen Kriege gibt, deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, Du sollst nicht töten, weil es diesen anständigen, gerechten Krieg nicht gibt. Ich glaube, dass von Seiten der Sicherheitskräfte grauenvolle Dinge geschehen. Ich glaube, dass von Seiten der Rebellen, die stärkste Rebellengruppe ist nun mal Al-Qaida, grauenvolle Dinge geschehen. Sie glauben daran, dass es einen Frieden geben kann für Syrien? Ja, natürlich. Und diesen Frieden müssten die verhandeln, die hinter diesem Konflikt stehen. Es geht doch gar nicht um Syrien, es geht um Iran. Also müsste Amerika mit Russland und Amerika mit Saudi-Arabien und Iran, das sind die Mächte, die dahinter stehen, verhandeln. Und dann gibt es auch eine Lösung. Und wir brauchen eine friedliche Lösung für dieses Land, denn ich möchte auch das ganz offen sagen, es gibt sogar Assad-Kritiker, die vor einem Sturz des Regimes in Damaskus warnen. Und einer von ihnen ist Jürgen Todenhöfer. Der Autor bereist seit mehr als 50 Jahren den Nahen Osten und hat im Syrien-Konflikt sowohl Rebellen als auch Assad persönlich getroffen. Mit dem syrischen Präsidenten sprach er schon 5-mal und auch für die ARD hat er schon vor gut einem Jahr ein Fernsehinterview mit dem Diktator geführt. Und dein neues Buch heißt Du sollst nicht töten, mein Traum vom Frieden. Und ich hatte vor der Sendung die Möglichkeit, mit Jürgen Todenhöfer zu sprechen und habe ihn gefragt, wie er denn Assad in seinen Treffen erlebt hat. Das erste Treffen war eher ein Zufall. Ich bin am Flughafen verhaftet worden, weil ich angeblich einen regimekritischen Artikel in der Zeit geschrieben hatte. Und ich habe Assad als einen sehr ruhigen und Dschihadisten. Aber ich habe nicht das Recht, jetzt jemanden zu verurteilen aufgrund der bisherigen Beweise, die vorliegen. Und das ist ja auch meine Kritik gegenüber den USA. Man kann keine Militärschläge machen, weil man glaubt und weil man vermutet und weil man denkt. Ein Militärschlag ist ein Todesurteil über Menschen, über Soldaten, über Zivilisten, die normalerweise abends nach Hause gehen möchten, die ihre Familie treffen möchten, die Kinder haben. Und Militärschläge darf man nicht auf Verdacht machen. Das haben die Amerikaner in den letzten Jahren häufig gemacht. Sie haben es bereits zu häufig gemacht. Herr Todenhöfer, und diese Frage gebe ich gerne an Sie weiter. Was würde denn in Syrien passieren ohne Assad? Wie würde sich das Land weiterentwickeln? Ich glaube, dass der Krieg das Problem ist. Ich finde diesen Krieg scheußlich. Ich glaube, dass es kein